haben Verluste. Na toll. Ihr kriegt auch hier einen Sturm mich hin, ne? So. Ich hab dich, halt einfach durch. Ja, und der Alarm könnt ihr ja nicht mehr. Haha. Geht doch. Habt ihr wunderbar gemacht, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Gut, wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Echt? Wo? Wo? Ah, hinter dem Gebäude, na dann. Schaut doch mal. Ah, hier geht's lang. Ja, damit. Eine nette neue Pistole. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Sollte nicht so schwer sein. Eins ist ja schon direkt hier. Ziel eliminiert. Okay. Gut zu wissen. Die Tür ist offen. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wird gemacht. Granate fliegt. Nehmt das. Shit, die haben uns. Da ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Granate fliegt. So, jetzt Ruhe hier. Alles okay, alles okay, alles okay. Okay, erinnert mich daran, niemals in einen so engen Raum irgendwelche Granaten abzufeuern. Granate fliegt, nehmt das. Vorrat zerstört, weiter im Text. Auch zum nächsten. Ah, hier sind noch ein paar Leute. Setze Drohne ein. Schauen wir doch mal, ob wir die finden. Okay, scheinbar nicht. Schloss kurz geschlossen. Los! Granate fliegt. Habe einen Kokainvorrat gesichtet. Vorrat zerstört. Nur weiter. Schafft. Ziemlicher Haufen Pulver, den wir da gerade verdorben haben. Da wird jemand sauer sein. Das setzt El Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Na, lief doch super.
Wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nahe Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Finden und zerstören Sie das Labor. Hier ist auch noch ein schickes Boot, das wir für unsere Flucht nutzen können. Oder? Ja, wollte schon sagen. Moment, ich fahre. Okay, so kämen wir zwar hin, aber würde viel zu lange dauern. Los geht's. Bin drin, vorwärts. Dann mal los. Doch nicht getan, also warum schreit da jemand? Ja, und zum Glück ist wieder mal Nacht. Können wir uns richtig schön anschleichen. Eine Bootstour, die ist lustig. Ach, reicht schon. Ab ins kühle Nass, Jungs. Ihr habt schon lange nicht mehr gebadet. Ich will da eigentlich rauf. Ich wollte schon sagen. Jetzt mal natürlich die Gegend erkunden. Die Drohne ist oben. Gibt's hier irgendwo einen kleinen, übereifrigen Penner, der unbedingt arbeiten will? Okay, scheinbar nicht. Ich wette, wenn ich jetzt hochgehe, laufe ich ihm direkt in die Arme. Ich sehe niemanden. Das schwimmende Koka-Labor. Ah, hier ist einer. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Markiere Ziel. Achte auf die Umgebung. Ziel erfasst. Scharfschütze im Tor. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich sehe einen Scharfschützen. Er ist tot.
Sehr gut. Ach, es wird langsam wieder hell. Na toll. Ich gehe in Position. Super, gute Position. Alles klar, geh in Position. Roger, Ziel auf das Ziel. Ach komm. Das Ziel ist weg. Wollte mich verarschen. Kann das Ziel nicht mehr sehen, das Ziel. Roger, Ziel markiert. Komm, sogar ich kann das Ziel sehen. Ziel erfasst. Hab ihn. Runter, die werden dich sehen. Alles gut, alles gut. Sniper, wir haben sie aufgescheucht. Na toll. Endlich ist er weg. Die wissen von uns. Greife Tangos an. Ja, greift an, Jungs. Feuer. Verstanden. Ich muss mich verstecken. Scharfschütze, wow. Scharfschütze, runter mit dir. Geh in Position. Such eine bessere Schusslinie. Macht sie fertig. Moment, such eine gute Schusslinie. Okay. Ziel markiert. Ach, die letzten auch noch. Ja, dann halt nicht. Da sind wenigstens schon mal die beiden weg. Meine Fresse. Mist, Scharfschütze. Scharfschütze zieht auf. Nicht mehr. Wir haben nicht genug Sprengladungen, um das Teil zu versenken. Ja. Hier ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur das Gas aufdrehen. Das Gas strömt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Dann rennen wir wie Teufel. Wie tasmanische Teufel. Hab ihn, er ist tot. Nichts wie runter von dem Boot, bevor es hochgeht. Dann weg hier. Bewegt euch. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Ich gehe in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. So, geschafft. Decke alles hin. Schick Mann am Boden. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Jag was in die Luft und der Tag ist dein Freund. Natürlich. El Emissario wird schnell reagieren müssen, sonst häutet ihn sein Opa bei lebendigem Leib. Wir machen ihm Feuer unterm Arsch, bis er springt. Dann schnappen wir ihn. Ach, Kumpel. Was machst du denn? Vielen Dank. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Ich muss schon wieder Munition nachfüllen. Ich glaube, es hackt. Das Kartell unterhält ein Labor für Coca-Paste in einer umgebauten Fischfabrik in Okoro. Schalten Sie das Labor aus. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Dreh auf, los! Dann mal weg hier.
Oh, wow. Hä, warum jagen die uns schon? Mist, aufgeflogen. Nee, wir sind nicht aufgeflogen. Weg hier. Schusslinie. Roger, shit, ich muss die Position wechseln. Bereit, auf deinen Befehl. Ich schieße auf die Ärsche. Feind am Boden. Sehr gut, sehr gut. Ach, hier können wir leider nicht rüber. Schade. Meine Herren. Nett. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Wir bleiben auch nette Arschlöcher und gehen denen aus dem Weg. Okay, das waren wir eindeutig.